Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Endlich Wochenende. Für die einen ist es eine Sportveranstaltung, bei der es durchaus um persönliche Bestzeiten geht. Für die anderen ist es einfach der größte Betriebsausflug der Region. Über 2150 Beschäftigte aus Neumarkt und Umland trafen sich am Donnerstagabend auf dem Neumarkter Volksfestplatz zum 9. Fischer Automobile Firmenlauf. Vor den Jurahallen machten sich die Läufer warm. Viele von ihnen hatten schon im Vorfeld zusammen mit ihren Kollegen trainiert und waren natürlich auch von der eigenen Firma ausstaffiert worden. Nach dem Start ging es dann auf einen rund 5 Kilometer langen Rundkurs. Die Strecke führte dabei in den Landesgartenschaupark und über eine Schleife wieder zurück. Und nicht nur Läufer waren unterwegs, sondern auch Nordic Walker mit ihren Stöcken. Und für so manchen größeren Betrieb ist dieser Firmenlauf eine Veranstaltung, bei der sich Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen treffen, die sonst wenig miteinander zu tun haben. Und beim Start sind die Teilnehmer auch am G6 vorbeigelaufen, dem Neumarkter Haus für Jugend, Bildung und Kultur. Dort wurde bereits 2012 der zweite Bauabschnitt fertiggestellt. Seitdem präsentiert sich dieser, zumindest was das Äußere angeht, allerdings ziemlich grau. Ein starker Kontrast zu dem bunten Programm, welches innen stattfindet. Daran arbeitet man jetzt also. 30 Schülerinnen und Schüler des Willibald-Gluck-Gymnasiums machen den Anfang. Ungefähr ein halbes Jahr lang haben sie zusammen mit ihren Kunstlehrerinnen Motive entworfen, die besten ausgewählt, und am Montag konnten sie endlich mit der Realisierung loslegen. Dass es erst 6 Jahre nach der Eröffnung des Anbaus an die Umgestaltung der Fassade geht, liegt an verschiedenen rechtlichen Beschränkungen und bautechnischen Herausforderungen. Dazu ist es notwendig, dass man sich über die Konstruktionsart Gedanken macht, dass man sich Gedanken macht, wie kann das gestalterisch so auf die Fassade gebracht werden, dass die Architektur nicht verändert oder uminterpretiert wird. Und bei dieser Aufgabe muss man sich natürlich Fachleute holen. Die Lösung? Nicht die Fassade an sich wird bearbeitet, sondern durch einzelne individuell gestaltete Platten ergänzt, die an den Außenwänden installiert werden. So entsteht ein Ausstellungscharakter, wie in einer Freiluftgalerie. Und die Motive sind letztendlich auch austauschbar. Und das wünschen wir uns sehr, dass auch in Zukunft andere Gruppen davon Gebrauch machen und hier auch so eigene Tafeln bearbeiten, die dann aufgehängt werden an der Galerie. Und im Grunde genommen ist diese Form der Gestaltung dieser Außenfassade jetzt ein Sinnbild für die Jugendarbeit an sich, weil Jugendarbeit muss immer veränderbar sein. Die Stadt Neumarkt investiert rund 20.000 Euro in die Umgestaltung. Man kann also sagen, fast 30 Jahre nach der Wende bekommt die Jurastadt endlich auch einen Plattenbau, der allerdings wesentlich individueller ist als alles, was man im Osten darunter verstand. Gleich nach einer kurzen Pause. Fakten, Fakten, Fakten. Und an die Leser denken. Wir präsentieren Ihnen Fakten über das Lesen, welches ja dem Wandel der Zeit unterliegt. So mancher greift zum Beispiel nicht mehr zum Buch, sondern zum Bildschirm. Außerdem gibt es eine neue Folge vom Blumenstrauß der Woche und die Wetteraussichten. Bis gleich. Dorner, Ihr Werkzeug- und Maschinenhandel in der Region. Hier finden Sie Profigeräte für Garten, Forst und Reinigung sowie Holz- und Metallbearbeitung. Alles rund um Zäune, Bedachungen und Stahl. Unsere Werkstatt repariert kompetent alle bekannten Hersteller. Und auch wenn es um Maschinen geht, wir beraten von Mensch zu Mensch. Dornatal-Messing. Online unter dorner24.de. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen 4 Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten.
DB ging gleich auf mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern, verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zu BGN Gleichauf, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplan in Kaufenausstellung in Neumarkt. Willkommen zurück. Früher gab es in öffentlichen Bibliotheken Schilder mit der Aufschrift Bitte Ruhe, zum Beispiel im Lesesaal. Inzwischen findet man höchstens noch Schilder, auf denen steht, alle 10 Minuten verliebt sich jemand in unsere Kaffeebar. Ja, ich habe so ein Schild gesehen, und zwar hier hinter mir in der Neumarkter Stadtbibliothek. Ein weiteres Zeichen dafür, dass solche Einrichtungen dem Wandel der Zeit unterliegen. Und da wollte ich mal drüber reden. Nicht bei einem Kaffee, sondern im Bus. Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Mit einem einzigen Mausklick kann man heutzutage zum Beispiel ein Buch im Internet bestellen, welches dann geliefert wird, oder aber man kann sich's auch herunterladen und zum Beispiel auf dem Computer oder auf dem Tablet lesen. Frau Auer, welche Herausforderungen bringt denn das mit sich für eine Einrichtung wie Ihre? Ja, also dadurch haben wir natürlich grundsätzlich nicht mehr so viele Ausleihen, wie das früher Bibliotheken hatten. Und die Leistungsfähigkeit von Bibliotheken ist immer daran gemessen worden. Wie viele Ausleihen habt ihr denn? Also ich glaube, das Wichtigste für eine Bibliothek ist wirklich, sich zu überlegen, wo wollen wir uns positionieren, wofür sind wir noch da oder was können wir unseren Bürgern bieten, was jemand anders nicht bieten kann. Und der Trend geht da auch zum einen natürlich zu den Veranstaltungen, aber auch, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, als Aufenthaltsort. Also für viele sind wir einfach ein zweites Wohnzimmer. Die Leute fühlen sich wohl bei uns, die können sich vielleicht eine Tageszeitung nicht mehr leisten, kommen dann jeden Morgen und lesen Zeitung, trinken Kaffee. Dieses Psst in der Bibliothek gibt es nicht mehr. Ich wollte es gerade ansprechen. Ja. Seit einigen Jahren haben auch Sie die Möglichkeit, dass man sich Tablets ausleiht und Bücher eben nicht in klassischer gedruckter Form liest, sondern auf dem Bildschirm. Wie gut wird denn das angenommen? Wie hat sich das entwickelt? Also es wird sehr gut angenommen. Man hat mal, als es losging, gesagt, so 4% der Ausleihen ungefähr, da wird sich stabilisieren. Das hat sich nicht bewahrheitet. Also wir sind jetzt in Neumarkt bei 10% der Ausleihen und es steigt noch immer. Also es ist ein großes Feld und auch da müssen wir ja auswählen. Also wir können ja nicht alles anbieten, was es gibt, sondern wir müssen gucken, was ist denn interessant für unsere Leser. Mich persönlich ärgert beim Ausleihen in einer Bibliothek, wie andere Leute wohl mit den ausgeliehenen Dingen umgehen. Was bekommen Sie davon mit? Also ich weiß nicht, ob man da von einer Veränderung sprechen kann. Also ich denke, es gibt einfach einige, die da keinen Wert drauf legen, dass das gut behandelt wird. Wir haben aber sehr viele Leser, die das eben ganz wichtig finden, dass es sauber und ordentlich ist. Und die schon bei einem kleinen Riss kommen und sagen, oh, ich habe es beschädigt, kann ich was tun? Also soll ich es ersetzen, was soll ich tun? Bei den Büchern kommt es schon mal darauf an, wie die gebunden sind. Wir versuchen natürlich, was Hochwertiges zu kaufen. Die halten dann schon auch mal 50, 60 Ausleihen. Wenn man das vergleicht als Einzelperson, kaufe ich das, lese es einmal und das war's. Zu welchem Buch greifen Sie denn außerhalb der Arbeitszeit aktuell? Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Ich lese normalerweise parallel 2 oder 3. Aktuell läuft im Auto ein Hörbuch. Das darf immer nicht so anspruchsvoll sein. Da läuft einfach Rita Falk momentan. Das ist lustig, man muss sich nicht konzentrieren. Aber lesen tue ich gerade von der Jessie Burton, Das Geheimnis der Muse. Das ist ein bisschen was Anspruchsvolleres, beschäftigt sich mit Geschichte. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer gerade was sucht, ist auch ganz aktuell. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region. Im Alltagsstress kommt man heutzutage leider selten dazu, ein gutes Buch zu lesen. Wenn man dann doch einmal Zeit für entspannte Lektüre hat, gehört für viele auch eines dazu, und zwar ein gutes Glas Wein. Eine mögliche Empfehlung,
Der neue Neumarkter Boxbeutel, der am Dienstag dieser Woche vorgestellt wurde. Seit 21 Jahren entwirft der ortsansässige Künstler Alfons Dürr das Äußere. Denn jede Flasche wird von traditionellen Motiven der Jurastadt geziert. Der Wein an sich kommt, wie immer, aus der staatlichen Würzburger Hofkellerei. 2018 ist es ein Weißwein der Rebsorte Müller-Thurgau. Und das war ein ganz besonderer Wunsch von Fachhändlerin und Initiatorin Rita Großhauser, die das Projekt heuer zum letzten Mal betreute und es in Zukunft in die Hände ihrer Tochter legt. Themenwechsel. Schon seit einigen Jahren gibt es in der Region einige handwerklich Begabte, die zum Beispiel Deckchen für Frühchen oder sogenannte Sternenkinder nähen. Inzwischen ist die Gruppe der Näherinnen so groß, dass man das Ganze auf professionell organisierte Beine stellen wollte. Man hat einen Verein gegründet und das ist natürlich mit jeder Menge Organisationsarbeit verbunden. Wenn jemand diese Arbeit übernimmt, dann verdient das auch mal einen Blumenstrauß der Woche. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Plötz hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? An die Frau Alexander Grünauer. Warum hat sie den verdient? Sie ist bei uns Vorstand im Verein Nähen für Frühchen und Sternkinder bei Gries. Und sie hat, um die Gründung vorzubereiten, sehr viel Arbeit gehabt. Und dafür wollen wir einfach Danke sagen. Gut, dann machen wir das gleich. Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Mädels! Du hast so viel gemacht für die Vereinsgründung in letzter Zeit, so viel Arbeit gehabt und mit dem Steuerberater und Finanzamt. Im Urlaub warst du ständig erreichbar und von daher wollten wir einfach mal Danke sagen, auf einem ganz offiziellen Weg, weil du uns immer zu Mut gemacht hast, wenn irgendwas nicht so lief. Und immer da warst, ein offenes Ohr hattest. Danke. Ja, danke einfach. Ich muss jetzt. Was hing jetzt alles da dran? Sie haben jetzt den Verein gegründet. Ja, erst einmal den Schritt mit der Satzung. Steuerberater, wo kriegt man Satzung her? Wie passt es für den Verein? Dann weiter Notar, erst einmal die Satzung durchsprechen, Finanzamt und so weiter. Also es sind schon ein paar Schritte. Und dann natürlich auch mit Unterstützung meiner Mädels, dass wir auch Werbung machen und dass wir diese Gründungsversammlung machen. Und ja, ich habe schon Unterstützung auch gehabt, ich habe nicht alles allein gemacht. Was macht der Verein? Also wir nähen für Frühchen- und Sternenkinder und unterstützen die Eltern, weil es ja keine Kleidung gibt für Frühchen in einem frühen Stadium, sage ich jetzt einmal, oder auch für die Sternenkinder. Und vielleicht noch eine Sache für die, die jetzt nicht wissen, was Sternenkinder sind. Also Sternenkinder sind die Kinder, die es nicht ins Leben geschafft haben und für die werden halt so Einschlagdecken gemacht, dass halt wirklich ganz würdig beerdigt werden können, weil denen Kinder kann man halt auch noch nichts anziehen und ja, sind die Sternenkinder. Ganz tolle Sache, machen es weiter so und viel Erfolg weiterhin. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Unsere Kollegen, die für diese Sendung die Wetteraussichten verfassen sollen, haben irgendwie ganz schlechte Laune. Sie weigern sich sogar, den Text zu schreiben. Das kann nur an den Aussichten liegen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Dieses Wochenende bietet Abwechslung zu den vergangenen heißen Tagen. Es wird bedeckt, regnerisch und wer es etwas kühler mag, wird sich freuen. Ja, toll, aber auch nur wer es etwas kühler mag. Samstags erwartet uns dann den ganzen Tag über leichter Regen bei maximal 20 Grad. Abends kann es dann auch gewittern. Am Sonntag bleibt es durchgehend bedeckt mit Temperaturen um die 22 Grad. In der Nacht fallen die Werte dann auf bis zu 16 Grad ab. Zu Beginn der kommenden Woche zeigt sich die Sonne dann wieder zwischen vereinzelten Wolken bei ca. 24 Grad. Naja, wenigstens etwas. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt.
Und das war endlich Wochenende für dieses Mal. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und am nächsten Mittwoch begrüßt Sie wieder Kollegin Verena Zollner zu einer neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und ein schönes Wochenende.